The only people who don't want to disclose the truth are people with something to hide. Es ist schon absurd. Während die gesamte Welt vor 50 Jahren den Atem anhielt, als die Kuba-Krise fast zum Atomkrieg führte, regt sich heute kein Mensch, obwohl die Lage ebenso gefährlich ist. Zünder gibt es leider nur allzu viele und der Konflikt ist seit langem vorbereitet. Das Säbelrasseln zwischen Israel und Iran und nicht zuletzt die undurchsichtige Lage in Syrien. Überall könnten die Schüsse von Sarajevo erneut fallen. Die steigenden Spannungen zwischen Russland und den USA wegen des Raketenabwehrsystems der NATO in Osteuropa oder auch das offensichtlich gegen China gerichtete Abwehrsystem in Südostasien können in dieser Weltlage schnell in einen heißen Krieg enden, wenn nicht entschieden und laut dagegen gewarnt wird und eine Alternative zur britischen Geopolitik auf die Tagesordnung der Überlebenswilligen kommt. Die russische Regierung hatte bereits unter Präsident Medvedev deutlich gemacht, dass sie Ungleichgewichte hinsichtlich der Kernwaffenpotenziale nicht dulden wird, da das die Welt unsicherer machen würde. Während die hiesigen Medien letzten Freitag damit beschäftigt waren, über den x-ten EU-Gipfel zu berichten, führte die russische Regierung das umfassendste Übungsmanöver seiner Kernwaffenkapazitäten seit dem Zerfall der Sowjetunion aus. Getestet wurde das Triade genannte Dreigespann aus Luft-, Land- und Seegestützten Kernwaffen. Die bodengestützte Interkontinentalrakete RS-12M Topol, U-Boot-gestützte ballistische Raketen sowie Marschflugkörper von strategischen Bombern. Der russische Präsident Putin übernahm persönlich das Kommando des Manövers, das eine Demonstration der Entschlossenheit Russlands darstellt, dass Einkreisung, Provokation und Regimewechsel irgendwann ein Ende haben. Taten sprechen immer deutlicher als Worte, die bisher auf taube Ohren gefallen sind. Auf der anderen Seite startete am Montag das größte amerikanisch-israelische Militärmanöver überhaupt, Austere Challenge 2012. Über mehrere Wochen hinweg werden umfangreiche Luftabwehrmanöver geübt, wobei mehrere tausend Soldaten der Streitkräfte Amerikas und Israels im Einsatz sein werden. Hochrangige russische Vertreter haben vor den Konsequenzen einer globalen Machtprobe gewarnt. Am Freitag, dem 19. Oktober, ging ein führendes Mitglied der Duma, der Vorsitzende des Wirtschaftspolitischen Ausschusses, Jewgeni Fjodorow, so weit, der amerikanischen Regierung unter Obama vorzuwerfen, ihre globale Regimewechselpolitik führe zum Weltkrieg. In einem Blogbeitrag für Pravda schrieb Fjodorow, die Welt gleite in eine völlige Destabilisierung ab, die letztendlich im Weltkrieg enden wird. Zudem würden die Regierungen des Westens sich sogar des Einsatzes von Terroristen und Radikalen bedienen, um ihre Ziele zu verfolgen. Das sind deutliche Worte, die auf die Verbindungen des Westens zu dem saudisch-britischen Komplex hindeuten, dessen Marionetten jetzt in Syrien und höchstwahrscheinlich auch im Libanon ihre Schreckenstaten einsetzen. Bisher haben derart artikulierte Warnungen hierzulande keineswegs adäquate Diskussionen erzeugt. Eine wichtige Ausnahme ist ein Beitrag des bekannten emeritierten Professors für öffentliches Recht der Universität Bonn, Professor Dr. Josef Isensee, der in der Montagsausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien. Unter der Überschrift »Im Zweifel für den Frieden« zerreißt Professor Isensee mit akademischer Gründlichkeit das Denkschema des als »Responsibility to Protect« bekannten Dogmas. Seit der Einführung unter Tony Blair im Jahre 1999 dient dieses als Grundlage für sogenannten humanitären Interventionen und für die Erosion des Völkerrechts. Isensee wird in seinem grundsätzlichen Artikel sehr deutlich, was den Hintergrund und die Konsequenzen dieser angeblich so menschenfreundlichen Politik angeht. Der Westen will nicht nur den Menschenrechten, wie er sie versteht, in aller Welt Geltung verschaffen, er will auch alle Welt zur Demokratie nach seiner Fasson bekehren. Im weltmissionarischem Eifer unterstützt er die Opposition gegen autokratische Systeme. Verallgemeinert bedeutet dies, dass gegen jeden Staat, dessen innere Ordnung nicht dem Leitbild der westlichen Demokratie entspricht, der Militärschlag gerechtfertigt wäre.
Im Spektrum von der absoluten Monarchie über die Militärdiktatur und die Einparteienoligarchie bis hin zur Hierokratie einer islamischen Republik. Das aber wäre das Ende des Völkerrechts als Friedensordnung und eine Art Weltkriegserklärung. In der Praxis ist die Intervention ein Instrument für Großmächte, die ihrerseits gegen Interventionen gefeit sind. Im Ergebnis verfestigt die humanitäre Intervention die Position der Großmächte im Machtspiel der Staatenwelt. Es fragt sich daher, ob der auch humanitär begründete Angriff der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten in seinen unmittelbaren, vor allem aber in seinen mittelbaren Wirkungen nicht mehr Todesopfer nach sich gezogen hat, als der Tyrann Saddam Hussein, hätte er unbehelligt weiterregiert, jemals vernichtet hätte. Das wichtigste Kriterium für die Zuverlässigkeit einer Intervention ist die fundierte Erfolgsprognose, dass der Militärschlag das Unheil verhindern und die Lage dauerhaft zum Bessern wenden könnte. Hier müssen die völlig gescheiterte Interventionen in Somalia und die zum Scheitern verurteilte Intervention in Afghanistan als Warnung dienen. So forderte Thomas von Aquin, dass der Widerstand gegen die Tyrannis das Unheil nicht noch vergrößern dürfe. Nach sehr gründlicher, prinzipieller Erörterung, auf die wir hier nicht im Einzelnen eingehen können, lautet Professor Isensees Fazit: Die humanitäre Intervention ist ein gefährliches, missbrauchsanfälliges Werkzeug für die gute Sache menschenrechtlich fundierter Gerechtigkeit. Wenn im Ernstfall zu wählen ist zwischen Intervention und Wahrung des Gewaltverbots, also zwischen Gerechtigkeit und Frieden, und die Abwägung kein klares Ergebnis zeitigt, sollte im Zweifel die Entscheidung für den Frieden ausfallen. Denkt man einen Schritt weiter, so sieht man, dass der Frieden nur entstehen kann, wenn eine höhere Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, die über viele Jahre verletzt worden ist. Frieden heißt Entwicklung. Und nur mit einer Entschlossenheit, mit solchen Programmen wie der Eurasischen Landbrücke, das Recht auf souveräne Entwicklung aller Völker zu realisieren, kann eine Friedensordnung, die allen dient, bestehen. A war today or tomorrow, if it led to nuclear war, would not be like any war in history. A full-scale nuclear exchange, lasting less than 60 minutes, with the weapons now in existence, could wipe out more than 300 million Americans, Europeans, and Russians, as well as untold millions elsewhere. And the survivors, as Chairman Khrushchev warned the communist Chinese, the survivors would envy the dead. If only one thermonuclear bomb were to be dropped on any American, Russian, or any other city, whether it was launched by accident or design, by a madman or by an enemy, by a large nation or by a small, from any corner of the world, that one bomb could release more destructive power on the inhabitants of that one helpless city than all the bombs dropped in the Second World War. Heute, mehr als 50 Jahre nach diesen Worten von US-Präsidenten Kennedy, schwebt das Damoklesschwert eines thermonuklearen Krieges immer noch über unseren Köpfen. Während das weltweite monetäre System zusammenbricht, ist der Aufbau hin zu einem allgemeinen Krieg durch die Kräfte des britischen Empire im vollen Gang. Angefangen mit der Ermordung Gaddafis in Libyen, über den Druck für eine militärische Intervention in Syrien und Iran, sowie die weiteren Provokationen gegenüber Russland und China und nun auch mit Nordkorea, wird die Welt an den Rand eines Weltkrieges getrieben. Und machen wir uns nichts vor, im Zeitalter der Atomwaffen bedeutet Weltkrieg eine thermonukleare Kriegsführung. Es bedeutet nicht nur eine unvorstellbare Anzahl an Toten und einen hohen Grad der Zerstörung, es bedroht die Existenz unserer Gattung und alles anderen Lebens. Es existieren über 20.000 thermonukleare Sprengköpfe. Was würde es bedeuten, wenn diese eingesetzt würden?
Anhand der U-Boote der Ohio-Klasse bekommt man einen Begriff der nuklearen Zerstörungskapazitäten der USA. Jedes U-Boot kann bis zu 24 Trident Interkontinentalraketen mitführen. Das sind Raketen, die eine Geschwindigkeit von fast 21.000 km pro Stunde erreichen und Ziele in einer Entfernung von über 11.000 km treffen können. Jede dieser Raketen ist mit 4 bis 8 thermonuklearen Sprengköpfen ausgestattet, dem W-76 Atomsprengkopf mit einer Sprengkraft von 100 Kilotonnen oder dem noch zerstörerischen Sprengkopf W-88 mit einer Sprengkraft von 475 Kilotonnen. Zum Vergleich, Little Boy, die Atombombe, die über Hiroshima abgeworfen wurde, hatte eine Sprengkraft von 14 Kilotonnen. Und Fat Man, die Atombombe, die auf Nagasaki niederging, hatte eine Sprengkraft von 23 Kilotonnen. Diese waren Atombomben. Heutzutage haben wir es mit thermonuklearen Waffen zu tun, wobei jede einzelne 8 bis 40 Mal mächtiger ist als die in Hiroshima. Mit 4 W-88 Sprengköpfen auf jeder Trident Interkontinentalrakete, 24 solcher Raketen in jedem U-Boot und 14 dieser U-Boote im Einsatz, macht das fast 400 Sprengköpfe, jeder mit einer Sprengkraft von 475 Kilotonnen. Ein riesiges Vernichtungspotenzial. Die interkontinentalen Raketen Russlands, die SS-27, haben eine Reichweite von fast 10.500 Kilometer und eine Sprengkraft von 550 Kilotonnen. Russlands SS-18, Spitzname Satan, haben eine Reichweite von mehr als 16.000 Kilometer und jeder einzelne Sprengkopf hat eine Kraft von 8.000 Kilotonnen. Wenn diese Rakete über der Stadt New York abgeworfen werden würde, ergäbe das einen Feuerradius von 6,5 Kilometer, in dem alle Menschen binnen 24 Stunden sterben würden. China verfügt über die DF-5A, welche entweder mit einem einzigen Sprengkopf von einer 4000 Kilotonnen Sprengkraft versehen werden kann oder mit 4 bis 6 voneinander zielunabhängigen Sprengköpfen bei einer jeweiligen Sprengkraft von 150 bis 350 Kilotonnen. Die Reichweite dieser Interkontinentalrakete umfasst fast 13.000 Kilometer und würde die Westküste der Vereinigten Staaten leicht erreichen. Ein einzelner Sprengkopf kann heute eine ganze Stadt eliminieren. Das sind wahrlich Massenvernichtungswaffen. Käme es heute zu einem weltweiten thermonuklearen Konflikt, würde innerhalb von Minuten die gesamte Zivilisation, wie wir sie heute kennen, ausgelöscht werden. Großstädte in der ganzen Welt würden von der Weltkarte verschwinden, Milliarden von Menschen sterben und, wie Kennedy zitierte, die Überlebenden würden die Toten beneiden. Wir reden hier in der Tat von der Auslöschung der Menschheit. Aber dies muss nicht geschehen. Während das oligarchische Finanzsystem zerfällt, bewegen sich Länder wie Russland und China weg von der monetaristischen Wirtschaft hin zu einer Politik der physischen Wertschöpfung durch großflächige wirtschaftliche Aufbauprojekte und in neue Grenzbereiche wie der arktischen Entwicklung und der Weltraumkolonialisierung. Russland hat den USA mehrfach vorgeschlagen, das Abenteuer dieser neuen Grenzbereiche gemeinsam anzugehen. Bisher stimmen die Vereinigten Staaten und die politische Führung der europäischen Nationen darin überein, wie Betonköpfe alles zu unternehmen, um die kranken Fantasien der Londoner City und Wall Street zu erfüllen. Today, the United States remains our most important ally. Um das hoffnungslos bankrotte Finanzsystem zu retten, wird die Bevölkerung von immer mehr Ländern mit einer barbarischen Austeritätspolitik dafür geopfert. Anstatt den Vorschlag Russlands für eine gemeinsame wirtschaftliche Entwicklung anzunehmen, führen sie als Schreibtischtäter für das zusammenbrechende britische Finanzempire dessen Befehle aus. Russland und China, die sich weigern, ihre Nationen diesem oligarchischen System zu opfern, sondern nun, wie wir gesehen haben, mit anderen Mitteln in die Unterwerfung gezwungen werden. Vor diesem wachsenden Potenzial zum Dritten Weltkrieg, der Debatte in Israel über einen Präventivschlag gegen Iran und dem gigantischen Aufmarsch militärischen Einsatzkräfte im Indischen Ozean, im Golf und im östlichen Mittelmeer, warnen wir bereits seit November letzten Jahres.
Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, forderte vor kurzem eine öffentliche Debatte über die Implikationen von Frau Merkels Rede vor der Knesset im Jahre 2008. Dort hatte sie nämlich die Verteidigung Israels zur Staatsräson Deutschlands erklärt. Was bedeutet dies aber im Falle eines Krieges zwischen Israel und Iran? Und eines ist auch sehr deutlich geworden. Die Diskrepanz zwischen den Massenmedien und den Stimmen besorgter Bürger war noch nie offensichtlicher. Ob es die Kriegsgefahr betrifft, die berechtigte Angst vor Hyperinflation oder die immer dümmeren Floskeln der EU und des IWF.